Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 4. Dezember 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 923. Heute mit den folgenden Themen: Telegram, Smash, GG, Twitter, Google Poly, YouTube, Warner Bros. Und Fleck. Gleich mal ein großes Entschuldigung für die Folge gestern. Produziert alles und mit drum und dran irgendwie um 2 Uhr in der Nacht gestern. Auch online gestellt, aber es ging nicht raus. Habe ich leider erst heute Abend bemerkt und somit die Folge, also gestern Abend und dann da rausgehauen. Es tut mir leid. Die liebe Technik will manchmal nicht ganz so. Und oder wahrscheinlich im Zusammenspiel mit einem sehr müden Martin. Aber ja, bevor ich ins Bett gehe, Telegram Beta unterstützt unter der aktuellen Beta iOS 13.2, ist nicht 14, 13, einfach auf der neuesten iOS Beta-Version jetzt das Vorlesen von neuen Nachrichten oder zumindest die Ankündigung dieser. Denn das können eigentlich die Apple-eigenen und die Beats-Kopfhörer, die einen gewissen Chip verbaut haben, die können das. Und Apple hat das Ganze freigegeben über die Siri-API und da hat sich jetzt Telegram bedient und ist somit der erste Messenger, der damit aufschließt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass da auch andere folgen werden. Smash GG ist eine Plattform für E-Sports-Events, wo solche geplant und durchgeführt werden können, also vor allem geplant. Die hat jetzt Microsoft aufgekauft. Microsoft nimmt das Thema Gaming sehr ernst. Das hat auch der CEO an der Shareholder Meeting 2020, dem jährlichen, berichtet. Der Fokus liegt nach wie vor auch sehr stark auf dem Gaming und in diesem Jahr haben sie extrem viel gemacht, neben der Konsole, drüben von ZeniMax und Bethesda etc., sowie dem Game Pass, was sie erweitert haben, die Kooperation mit EA und so weiter und so fort. Ich bin ja mal gespannt, was da noch alles kommen wird. Weiter geht's mit Twitter. Die haben ja schon länger eine Two-Step-Verification. Neu kann und tut die auch mit dem YubiKey und ähnlichen Lösungen. Gefällt mir sehr gut, da ich einen solchen besitze und immer mehr einsetze. Google beerdigt wieder mal was und dieses Mal ist es Google Poly. Das ist die Plattform, wo man 3D-Projekte produzieren konnte. Alle APIs werden beim nächsten Sommer abgestellt. Wer das genutzt hat, sollte sich den Blogpost, welchen wir verlinkt haben, auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens mal genauer nachlesen. Dann gibt's nachdem gestern ganz viele Charts zu Streamingdiensten und Podcasts online gegangen sind, jetzt das gleiche auch für YouTube, die beliebtesten und die trendigsten Videos in Deutschland, leider habe ich die Zahlen nicht für Schweiz, ist von MyLab, Joko und Klaas und Bibis Beauty Palace. Na dann, happy watching. Warner Brothers hat was revolutioniert und zwar ihr eigenes Vertriebssystem. Ab 2021 kommen die Filme gleichzeitig im Kino und auf einer Streaming-Plattform. In den Staaten leider bis aktuell nur. Vielleicht bekommen wir bald auch Neuigkeiten, wie das bei uns ist und ob das bei uns so kommen wird. Zeitgleich mit dem Kinostart wird der Film oder der jeweilige Blockbuster dann für einen Monat zeitexklusiv bei HBO Max zum Download und Anschauen sein. Ich bin mal sehr gespannt, welche anderen da noch folgen werden. Und zu guter Letzt gibt es tolle Neuigkeiten für all diejenigen, die über Kickstarter damals den Flick-Button unterstützt haben und bekommen haben. Der ist jetzt endlich auch Apple HomeKit-fähig und somit kann man da lustige Dinge basteln. Ich freue mich schon drauf, hätte ich dann Flicks. Ich warte ja noch auf die Doppelknopf-Knopf-Knopf-Knopf-Knopf-Knopf-Knopf, die Teile von IKEA, welche deutlich günstiger sind und das Gleiche können. Aber ja, mal abwarten. In diesem Sinne, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Jetzt geht's ab ins Wochenende, also irgendwann dann mal, wenn der Tag durch ist. Für all diejenigen, die frei haben, genießt es. Für all diejenigen, die arbeiten dürfen, genießt es auch so. Und dann später euren Freitag, wenn ihr ihn unter der Woche habt. Ab nächsten Montag ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, besten Dank und euch einen schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.